Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video, die Jenna. Hi. Und ich, der Jürgen. Tag. Und heute unboxen wir die Pokémon Kampfakademie mit Verlosung. Viel Spaß dabei. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Kurz bevor es losgeht, wir haben jetzt Pokémon im Sortiment. Eins dieser Produkte ist auch die Kampfakademie. Die gucken wir uns jetzt gleich an, aber kommen wir erstmal zur Verlosung von Ultra Pro. Gibt es nämlich da zweimal 65 Kartensleeves zu gewinnen im Pokéball Artwork. Ich habe auch mal eine Hülle schon rausgenommen. Sieht, wie man sieht, sehr cool aus. Gefällt mir. Und ich habe mal hier Schlaraffel wie Max mitgebracht. Auch schon tatsächlich in der Inner Sleeve. Heißt also, die Karte passt hier perfekt rein, auch mit genau. Inner Sleeve. Sieht sehr schön aus, blickdicht. Genau, schön schlichtes Motiv, aber trotzdem halt klassisch und genau, hübsch. Für die Pokémon-Trainer das die perfekten Hüllen. An der Verlosung nehmt ihr dran teil, indem ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Und dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei. Und dann gehen wir in das Produkt. So, das sagt schon direkt auf der Vorderseite, leicht zu lernen, Spielspaß für alle. Ja, heißt also, das wäre auch was für uns. Sieht man es auch schon, Einsteigerlevel. Genau. Eins. Also, und für zwei Spieler gemacht, ja. Ab 6 darfst du schon spielen, Julian. Ja, du darfst ja schon spielen, juhu! Gerade so. Ja. Okay, gucken wir uns mal die Rückseite an. Was sagt es denn? Schließe dich Pokémon-Trainern in der Kampfakademie an. Bereite dich auf einen Pokémon-Kampf mit der sofort spielbaren Kampfakademie des Pokémon-Sammelkartenspiels vor. Die Kampfakademie enthält alles, was zwei Spieler zum Spielen brauchen, unter anderem Spielanleitungen für die Decks, sodass dein erstes Mal Match leicht überschaubar ist. Du kannst dich für Liberlo oder Pikachu als Anführer für dein Team in einem Kopf-an-Kopf-Kampf gegen einen anderen Trainer entscheiden. Wechsle dann das Deck, um Evoli gegen Liberlo oder Pikachu spielen zu lassen und ein anderes Pokémon-Team in die Arena zu führen. Mit ein wenig Strategie und ein bisschen Glück kannst du es mit dem Besten aufnehmen. Klingt schon mal schön. Und was ist in der Kampfakademie enthalten? Wir haben einmal drei komplette Pokémon-Sammelkartenspiel-Decks mit jeweils 60 Karten. Das sind jetzt halt einmal mit Liberlo, Evoli und Pikachu. Genau, ja. Jedes Deck enthält auch ein besonderes mächtiges Pokémon. Einmal Liberlo V, Pikachu V und Evoli V. Das Evoli-Deck enthält sogar zwei Kopien einer brandneuen Promokarte mit Gala Barrikadax. Und es gibt ein Anleitungsblatt, um beim Spielaufbau zu helfen. Zwei Spielanleitungen, um die Decks zu erklären, also die jetzt einmal für Liberlo und Pikachu. Ein Spielbrett für zwei Spieler. Drei Deckboxen zum Organisieren deiner Karten. Ein Regelheft. Eine große Münze mit Liberlo, Pikachu und Evoli. Ein Schadensmarken-Set und Satz. Und eine Pokémon-Karte, eine Codekarte für das neue Pokémon-Sammelkartenspiel live. So, gehen wir rein, ne? Ja. Ja. So, da haben wir's. Geht's auch schon direkt los. Dies zuerst lesen. Ja, genau. Hier stehen einfach nochmal so ein paar Informationen drin, was jetzt hier alles drin ist. Genau. Und was man sich erstmal angucken sollte, bevor man loslegt mit dem Spielen. Da haben wir hier einmal das Spielbrett. Das gucken wir uns, glaube ich, erst am Schluss genau, an, weil cool. Das ist ziemlich groß. Das lege ich erstmal an die Seite. Mhm. So, dann haben wir hier ganz oben erstmal die drei Anleitungen. Ich lege erstmal alles an die Seite, dann gucken wir uns das nacheinander an. Hier den Schadenssatz. Ja. Marke. So, ich nehme mir erstmal alles raus. Zack. 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 Stelle ich das mal an die Seite. So. Okay. Dann gucken wir uns jetzt erstmal hier die Codekarte. Dann kann der erste einlösen, der es sieht. Viel Spaß damit. Dann haben wir hier einmal die große Marke. Sieht auch sehr cool aus. Ja. Die ist auch. Ich finde die richtig, richtig schön. Die glitzert sehr schön. Oh, perfekt. Weiter geht's. Ja, der Schadensmarkensatz. Ja, hat man genug Marken auf jeden Fall. Das ist genau. Anders als bei Magic an Token. So, dann haben wir hier die drei Anleitungen. Die sind auch ziemlich. Steht ja schon auf dem Produkt drauf, ne? Ein Spieler, sehr ein Spiel einsteigerfreundlich für die ganze und Familie. Deswegen genau. Wird alles nochmal genau erklärt. Zum Beispiel, hier sieht man auch, mischt das Deck nicht, denn die beiden Decks, also Pikachu und Liberlo, haben beide Nummern.
die die Reihenfolge anzeigen, sodass man die ersten Züge direkt mit der Anleitung so durchspielen kann. Genau, ich glaube, die Decks sind auch tatsächlich schon durchgemischt. Heißt also, du kannst einfach direkt auspacken, loslegen. Genau. Und wenn du das dann nochmal spielen möchtest, gegen einen anderen Freund beispielsweise, und du das halt Deck schon einmal gespielt hast, dann sind die Karten ja durcheinander. Dann haben die ja, wie du schon gesagt hast, eine Nummerierung, dass du die halt wieder alle zurückpacken kannst auf den Standard, damit du dann hier diesen ersten Schritten folgen kannst. Hier sind nämlich dann nochmal die ersten 4 Schritte erklärt. Einmal die Spielvorbereitung, dann dein erster Zug, halt auch schon passend gegen das gegnerische Deck, damit du genau weißt, wie du das Spiel spielen musst. Ne? Genau. Ich finde, das haben die auch wirklich gut gemacht. Also das ist wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich jetzt hier, weil die einfach direkt mal 4 Züge direkt erklären hier, ne? Genau. Und dann hier noch ein paar Pokémon. Noch, welche Pokémon habe ich in dem Deck, ne? Also, finde ich, ist schon mal ziemlich gut gemacht. Das Ganze gibt es ja dann jetzt auch hier für Libello. Genau. Ne? Genau. Also es ist halt wirklich, damit könnten wir auch Pokémon spielen. Das ist einfach für jeden so eine richtig gute Einsteigermöglichkeit, wenn ihr bis jetzt das Spiel nur gesammelt habt oder aus eurer Kindheit kennt oder ihr denkt euch, hey, irgendwie hätte ich voll Lust, mal da reinzukommen, dann ist das wirklich ein richtig guter Start, weil das erklärt einfach alles. Es gibt auch, zum Glück kann man sich dazu auch nochmal YouTube-Videos angucken, das stand gerade ganz vorne im Heft, dass sie dazu auch ein YouTube-Tutorial gemacht haben. Genau. Aber finde ich, ist eine richtig gute Idee. Ja. Und das Evoli-Regelheft, das ist tatsächlich nicht, wie man das Deck spielt, sondern nochmal so ein allgemeine Vorbereitung für das fortgeschrittene Spielen. Vor allem, also, ich finde es toll, dass Nummer 1 ist, reiche deinem Gegner die Hand. Oh ja, das ist gut. Nett zueinander sein, Leute. Hier wird dann einfach nochmal das Pokémon-Spiel nochmal ein bisschen deutlicher erklärt. Genau. Also da wird wirklich auf alles eingegangen, auf, wie man sieht hier, Kartentypen. Also hier siehst du Itemkarten, Unterstützungskarten, alles Mögliche. Da wird das dann halt nochmal deutlich besser erklärt. Genau, das ist dann... Die beiden anderen Einleitungen sind eher so direkt für den Anfang und das, die Einleitung ist dann so ein Schritt weiter, ne, und geht dann nochmal tiefer in das Spiel rein und erklärt da alles, was man für den Anfang wissen muss. Einmal grob. Ja, ne, was ich auch ziemlich gut finde. Das ist wirklich sehr gut. Muss man das nicht immer im Internet nachsuchen, sondern man hat direkt auch noch so ein kleines Regelheftchen mit zu Hause, in dem man alles überprüfen kann, wenn man mal Fragen hat. Genau. Sehr praktisch. Ne? Schwächen und Resistenzen, alles dabei. Sehr gut. Oh. Genau, auch noch verschiedene Fähigkeiten. Ja. Also 3 ziemlich gute Regelhefte und dann kommen wir mal in die Decks. Womit willst du anfangen? Pikachu. Pikachu! Natürlich. So, dann kannst du auch mal ein bisschen näher ranzoomen noch. Die Decks sind ja, ist halt, geht noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Genau, so passt das. So, wir haben hier, wie man sieht, erstmal das Pikachu, ne? Pikachu, genau, wie so auch unseren Decklord hier. Genau, ne? Sehr cool. Und wie man hier sieht, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber ja, hier steht jetzt ist ein Pikachu und da steht eine kleine 60. Heißt also die 60. Karte. Hier steht eine 59. Ah, genau, okay. Und so steht das dann halt bei jeder Karte. Hier steht 58, ne? Sind natürlich, wie man dann sieht, jetzt auch schon vorsortiert. So wie man sie spielen sollte dann. Genau, ich glaube, es sind auch 18 Elektrokarten, also Energiekarten dann drin. Ne? Das heißt, man hat so einen guten Start, man hat ein tolles Deck, direkt schön einsteigerfreundlich, aber trotzdem deswegen nicht schwach. Ne? Um einfach mal direkt anzufangen. Es sind jetzt, glaube ich, auch nicht so viele unterschiedliche Karten drin, sondern eher Karten, die sich öfter wiederholen. Weil für den Anfang ist das, glaube ich, am einfachsten, wenn man nicht auf einmal jede Karte nur ein, zwei Mal drin hat und dafür mit ganz vielen Fähigkeiten, sondern erstmal solide an die Kartenmechaniken rangeführt wird mit ein paar Karten. Genau, so dass man dann nicht dann so plötzlich irgendwie so ganz komische Kombos hat, wo man sich erst einlesen muss, die richtig schwer sind. Es ist halt simpel gehalten, weil es ja auch für Einsteiger ist. Ja, hat man ja schon gesehen durch die ganzen Einleitungen, die ersten Züge sind ja schon vorgemacht. Also es geht halt darauf, dass es eher auf das leichte Play, also es sind jetzt keine Turnierdecks unbedingt. Was? Meine, man kann es sich natürlich trotzdem kaufen und noch aufpimpen oder so, wenn man möchte. Ja, natürlich. Ja. Ne?
wenn man möchte, ja. Aber es ist halt ziemlich gut zum Pokémon spielen lernen. Ja. So, ich gehe mal jetzt ein bisschen schneller durch. Ich finde das dieses Pokémon so niedlich. Morpeko. Ja, ja, es ist so süß. Ja. Genau. Simpel gehalten, aber ist ja jetzt nicht unbedingt schlimm. Ich finde auf jeden Fall das mit dem, dass die Feature, also mit dem Feature, dass die Karten durchnummeriert sind, das finde ich. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist ziemlich schön. Weil wenn man am Anfang echt Schwierigkeiten hat, kann man wirklich jeden Schritt nochmal zurückgehen und so, stopp, wie muss ich das jetzt machen? Das hilft einem, glaube ich, wirklich ziemlich, ziemlich krass am Anfang. Ein paar Energie. Ja, ist halt, genau. Du kannst es halt mehrmals probieren. Oder wenn dein Freund jetzt beispielsweise, wenn du erst Pikachu spielst und dein Freund Liberlo, könnt ihr nochmal tauschen. Ja. Und das nochmal mit den Regeln spielen. Ja, sehr praktisch. So. Und du hast natürlich hier die Deckbox, ne? Mit Pikachu drauf. Ja, ne? Sieht also auch eigentlich ganz cool aus. Zum Aufbewahren. Ist jetzt halt nicht Platz für noch mit Hüllen, aber das ist aber ja jetzt auch ich nicht find, drin. Ja, ist ja auch am Anfang das, nicht genau, das reicht auch wieder für den Anfang. Genau. Und sonst, natürlich, wenn man anfangen möchte, einfach kommentieren und vielleicht gewinnt ihr ja dann die Hüllen, die wir hier so cool verlosen. Ja. Jetzt haben wir hier unser Feuerdeck mit Liberlo V. Sieht auch cool aus. Ich finde es toll, dass sie immer eine V-Karte mit dabei gepackt haben. Ne? Mir gefällt es auch, dass sie die Nummerierung, ne, die ist, die deckt nicht so viel vom Bild ab und die hat halt auch passend zum Deck auch die genau, dann kannst du keine Karten durcheinander bringen. Unterschiedliches Symbol, genau. Also es ist jetzt nicht, dass sie irgendwie, keine Ahnung, bei einer, dass alle das gleiche Symbol haben. Dahinter ist noch ein Pokémon, was halt kennzeichnet, genau. Yo, die Karte gehört in dieses Deck, sodass du nicht dann plötzlich da durcheinander kommst. Genau, das finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Vor allem, wenn man gerade am Anfang ohne Hüllen spielt und man sieht ja, manche Karten, so wie jetzt Superball, wiederholen sich ja in beiden Decks. Genau. Ne? Und dann weiß man wirklich, was gehört in welches Deck rein. Ja. Was sehr praktisch ist. Genau. Ich glaube, du kannst auch ein bisschen schneller durchgehen. Ist okay. Aber okay. Wenn Durian hier gerade da durchgeht, ich kann ja schon mal sagen, wir haben gerade wieder einen neuen Pokémon-Vorverkauf bei uns im Shop laufen. Also schaut da gerne vorbei. Ihr könnt das Display vorbestellen. Genau, Job-Trainerboxen werden wir jetzt erstmal nicht mehr zum Vorverkauf anbieten, weil bei strahlende Sterne hat das leider etwas länger gedauert von Herstellerseite aus, die uns zu liefern und deswegen bieten wir erstmal nur die Displays an, aber könnt ihr da gerne reinschauen und schon mal was vorbestellen, wenn ihr Lust habt. Genau. Und dann gucken wir Julian an, wie der hier ganz toll die ganzen Karten umdreht. Das ist so ganz fein. Natürlich. Oh, da kann ich dir auch so. Ich halte jetzt mal kurz auch so in der Hand. Ja. Auch zwei Energie. Und Thermoport. Wow. Das beste Pokémon. Ich glaube, würden wir mit dem Deck spielen, würde ich sogar das Liberlo-Deck nehmen wollen. Jetzt frage ich mich, ob das auch durchnummeriert ist. Weil ist ja jetzt eigentlich dann eher so, dass. Ja, es ist auch durchnummeriert, oder? Ist es durchnummeriert? Nein, ist es nicht. Oh nein, ist es nicht. Ist nicht durchnummeriert. Genau, das ist nämlich dann eher so dieses, wenn man schon einen Schritt weiter ist. Genau, wenn man sich sicher ist, dass man es dann doch schon, also wenn man jetzt halt einmal mit den anderen Decks gespielt hat und sich denkt, ah komm, jetzt möchte ich es mal selbst machen. Dann nimmt man Evoli mit rein. Ja, genau. Dann kann man das Evoli-Deck spielen. Auch ein sehr schönes Artwork. Von der Energiekarte? Nein, vom Evoli. Ach so, ach guck mal, das ist auch jetzt gar auch nicht sortiert. Das heißt, du hast die ganzen 18 Energiekarten direkt alle hintereinander. Genau. Oh, dann muss man selber mischen. Dreist du was? Ja. Dann sind hier auch andere Karten drin. Ne? Küchenchef hatte ich bei den anderen jetzt gar nicht gesehen. Ja, hier zweimal Barrikadax, ne, als Galar. Ja. Genau, oder war das hinten mit drauf, ne? Oder ist es. Oder kommt noch ein anderes Artwork? Oh, wahrscheinlich kommt noch ein anderes Artwork, oder? Ich glaube, das war das. Ja? Ich weiß es nicht, tatsächlich. Ich kenne das Pokémon, aber ich kenne nicht die verschiedenen Artworks. Ich finde einfach, dass mit den ganzen Galar-Pokémon sieht das aus, als wäre das so ein krasses Emo-Deck. Ja, Sonne, genau. Okay, dreimal. Ja, wie man sieht, ist das hier halt einfach
null vorgemischt. Also, aber hier auch wieder ein Evoli-Symbol unten dran. Heißt also, man verwechselt das auch nicht. Ja. Aber das Deck gefällt mir einfach von den Artbooks auch am besten. Ich bin so ein düsterer Typ, ja. Ja? Ja. Ich mag das Libero-Deck sehr. Also wenn wir jetzt nur von Artbooks gehen und von den Pokémon, die da drin sind, gefällt mir das schon. Obwohl die eigentlich alle gut sind, ne? Darkrai, sehr gutes Pokémon. Ja, okay, dann waren das jetzt wahrscheinlich die Artworks schon. So, das war dann jetzt das dritte Deck. Dann kannst du jetzt tatsächlich nochmal rauszoomen. Dann kommen wir nämlich zum Spielbrett, auf dem man das ja, das ganze Spiel dann nämlich spielt. Das ist auch jetzt nicht so ein Billo-Spielbrett, das ist halt aus Hart, genau, wie so ein, aus Pappe. Für so ein richtiges Spiel halt, ne? Genau, so können wir mal so hinlegen. Kannst du theoretisch noch weiter rauszoomen? Ja, also wie man sieht hier, ne, das ist die eine Hälfte. Man kriegt es jetzt genau, halt es wiederholt sich halt. Das Gleiche gibt es auf der Seite auch. Und ich finde, das haben die wirklich nochmal toll gemacht. Eben vor allem für den Anfang. Hier ist nochmal so eine kleine Erklärung. Was mache ich während meines Zuges? Und hier ist alles wirklich beschriftet, was du machen kannst. Auch hier, guck mal, steht alleine schon, wenn du hier dein Pokémon liegen hast. Name, Kraftpunkte, Attackenkosten, Attackenschaden. Ne? Hier noch eine kleine Erklärung genau, dazu. Unter jedem Feld hat eine kleine Erklärung, genau, sehr praktisch. Ja, ist ein cooles Set. Na, also du hast die drei Anleitungen, die Marken, genau, die und Münze. Das alles auch eher für so einen soliden Preis. Also wirklich eignet sich sehr, sehr gut, wenn man gerade einsteigen möchte. Genau. Zack. So, machst du ganz toll. Soll ich dir mal helfen? Nochmal schön hinlegen. Damit man sieht, das ist das ganze Package, was man bekommt. Man bekommt auch echt viel, ne? Also, das stimmt. Es ist sehr schön für Einsteiger. Das hat man jetzt gerade auch nochmal gesehen, wo wir uns das alles angeguckt haben. Ja. Also es ist ja wirklich alles erklärt, ne? Also, ja, wirklich Step by Step. Also das, finde ich, macht Pokémon echt gut. Also ja. Die führen dich da, also ja, die finde ich mega gut in das genau, in die, wir hatten in die ja Spielwelt Mal ein. Auch schon die Kampfdecks vorgestellt. Die waren ja auch schon wirklich echt einsteigerfreundlich. Und da gab es ja auch so eine Spielmatte, aber dann halt eher so aus Papier. Ne? Genau. Und hier ist das Ganze einfach nochmal hochwertiger und eben nochmal mehr erklärt. Aber trotzdem sehe ich das genauso wie du. Pokémon macht das da wirklich echt gut. Erklärt alles, um seinen Spielern halt zu helfen. Ne? Ja, cooles Produkt. Wenn es euch auch gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann sind wir jetzt auch raus und sehen uns beim nächsten Pokémon Unboxing. Vergesst natürlich nicht noch zu liken und zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.